höchste Zeit, haben die Behörden im Fernsehen gesagt, es droht Katastrophe, wenn das so weitergeht. Die Kurve steigt rasant und gäng mehr stecken sie an. Und wenn wir nicht vernünftig sind, haben gleich auch Corona. Es ist ja so, der Virus, der greift nicht alle an. Die Alten und die Kranken dürfen nicht mehr rausgehen. Doch die Jungen sollten bedenken, es trifft sie nämlich auch. Weiter Party machen, wie nicht geschehen wird ein No-Go. Wie jetzt Kopf in die Strotz daheim, sonst werden wir alle krank. Und dann nutzen keine Mittel mehr, keine Millionen auf der Bank. Wie jetzt Kopf in die Strotz daheim, begreifst du das endlich auch. Die Kurve, die muss runter, die Spitäler, die sind voll. Kannst Zeitung lesen, gamen, kannst arbeiten im Homeoffice, kannst Radio hören, basteln oder schau doch mit Netflix. Kannst putzen, Wäscher letten, und zwar ganz ausgiebig. Kannst dein Blaffi spitzen und Versli dichten, so wie ich. In diesen schweren Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Müssen alle am gleichen Strick ziehen und uns nicht so angehen. Ärzte und Krankenschwestern sind die Helden von dieser Geschichte. Sie riskieren ihre Gesundheit, drum braucht es auch die Verzicht. Wie jetzt Gottfried Strotz daheim, sonst werden wir alle krank. Und dann nützen keine Mittel mehr, keine Millionen auf der Bank. Wie jetzt Gottfried Strotz daheim, begreifst das endlich auch. Die Kurve, die muss runter, die Spitäler, die sind voll.